Sieht schon mal gut aus. Also herzlich willkommen zu 8. Deswegen wünsche ich ganz viel Spaß bei 8 und sage let's go. Oh, wir kriegen ein Intro. Katalyst. Triggert Szenen mit fotosensitiver Epilepsie. Einführung. Dankeschön. Mensch, das Telefon klingelt gerade dran, Mann. Ich weiß nicht, muss ich mich irgendwie bewegen oder so? Hello? Verlangt? Nee. Good evening. I just wanted to call you with some final notes on the property you acquired. Considering the length of time for which the property has been vacant, you may need to reset the power circuits to ensure all sockets and lines are safe to use and powered on. Additionally, I believe there is an extra study in the library on the first floor. I believe the door may be jammed, so be careful you do not crack the walls or doorframe when attempting to open it. All right, I'll check on those things. Thanks for calling. No problem. Good luck with your new property. Okay, neues Haus gekauft. Wir müssen aufpassen wegen dem Strom und oben im in der Bibliothek ist irgendwie die Tür kaputt oder so. Hey, also ist ja nett, dass es ein Intro gibt, aber kann man mir nicht auch ein Bild zeigen? Ich bin so, ich fühle mich so ein bisschen alleingelassen. Wir sind da jetzt offensichtlich reingegangen, dem Sound nachzuurteilen. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist. Es ist schon auf alle Fälle wild. So, jetzt ist auch der Ton weg. Das ist 8, ja. Du hast doch nichts verpasst, das Intro war schwarz. Wir haben einfach nichts gesehen, außer diesen Punkt. Aha. F. No flashlight im Equipment. Das ist natürlich schade. Ich sehe, I can see ein paar Lampen. Kannst du was? Kannst du, wo bist du? Die haben den achten Sinn, da braucht man nicht sehen. Ich laufe einfach mal auf die Lichtquelle zu. Hier stinkt, sagt er. Er findet, es stinkt. Aber hey. Bisschen Licht fällt rein. Er hat ja gesagt, er hat gerade angerufen und hat gesagt, wir müssen mit dem Stromkasten ein bisschen was machen, weil irgendwie... Ja, das ist wahrscheinlich das, was sie sagten mit Achtung, fotosensitiver Epilepsie. Wir haben dieses Haus neu gekauft, also ich... Da ist er, der Stromkasten. Shit, that doesn't sound good. Ich hab's kaputt gemacht. Das ist mein Flashlight. I should probably take this with me, just in case. Das finde ich gut. Den Pömpel auch. Okay. Kein Problem. Sprinten ist nicht. Aber ich habe jetzt eine Flashlight. Und ich habe direkt meinen Stromkasten kaputt gemacht. Also, weil eigentlich... Ach guck, wieso? Läuft doch. Aber flackert halt brutalst. Eigentlich wollte ich euch sagen, ich gebe euch mal eine Hausführung mit meinem neuen Haus. Guck mal! Schlüssel hinzugefügt. Und ein Foto. John und Elisabeth Nelson. Am Hochzeitstag 1920. Schön. Die haben einen Bär hier liegen. Also das Flackern ist echt uncool. Mag ich auch nicht. Biene kann doch nur Pistole. Ja, ist so. Machen wir lieber aus. Dann mache ich es lieber mit meiner Taschenlampe als mit dem Flackerlicht. Alter. Ist aber ein ungünstiger Platz zu stehen. Telefon. Ich sehe sie kaum. Das ist die Anna Ross. 1910. Irgendjemand hat hier ein paar...
Sally und David, 1950. Ich muss wohl doch das Flackerlicht anmachen, weil sonst erkenne ich die Bilder nicht, die da rumliegen. Ach, guck. Hier flackert's nicht. Das ist schön. Tati, Tati. Da ist doch nur jemand mit dem Rotstift unterwegs. Hallo. Ich weiß nicht, ob dieses Spiel Rätsel bereithält oder Jumpscares oder Gewittergeräusche. Oder Gegner. Ich weiß nur, wie ihr auch, dass er gesagt hat, hey, wir haben ein Haus gekauft. Cool, cool, cool. Im ersten Stock ist irgendwas mit einer Library. Draußen steht unser Ritter. Der Flaschen. Alles klar. Wie viele Türen hat dieses Haus? Guck mal, so ein Vogelding. Da ist auch ein Ritter. Mehrere Ritter. Oh, sehr viele Ritter. Kommen wir hier auch wieder raus? Nope. Ich weiß nicht, was er hat. Der Strom funktioniert doch. Warum hätte ich mich um den Stromkasten kümmern sollen? Ist doch alles tutti. Flackert an der einen oder anderen Stelle zwar, aber ist nicht weiter schlimm. Schau mal, wir haben es sogar halb möbliert bekommen. So, dann sind wir oben gestartet? Die Familie Ritter wohnt da, ich glaube auch. Dann lass da reingehen, da runter, in den Keller. Zack, instant im Keller. Wo ging's da nach oben? Wahrscheinlich da war abgesperrt. Das ist immer die Dame mit der Muschel. Kennen wir doch auch. Kommt hell rein von draußen. Aha. Kann man einheizen. Muss ich es hier bequem machen? Noch mehr. Ja, klar, weil du hier unten schläfst. Oder ist es das Bedienstetenzimmer? Also mal ein fetter Keller. Auf alle Fälle. Oh, mit Weinkeller. Läuft. Läuft. Haben wir auch einen Lichtschalter? Nee. Geil. Und ein paar Äpfel. Sehe ich es richtig? Ich weiß nicht. Wein und Äpfel. Wir haben alles, was wir brauchen. Bett. Zwar im Keller, aber immerhin mit Fenster. Luxuriös. Ja, habe ich sowas? Stimmt, ich habe einen Schlüssel. Was? Hinter meiner Cam ist so ein Zeichen. Chat, guck mal. Was ist das? Was ist das? Soll das heißen, meine Taschenlampe geht leer? Ein Schlüssel. Ein Stairwell. Also für die... Das Treppenhaus. Ein Treppenhausschlüssel habe ich gefunden. Wo könnte es denn zum Treppenhaus gehen? Da wahrscheinlich, oder? Oh, ich glaube, ich habe gerade ein bisschen hart hier vor dem Ding erschreckt. Vor dem Ding. Ups. Kann ich es denn vielleicht auch verwenden?
Hm. Okay, müssen wir nochmal eine Runde drehen. Chat, habt ihr euch nicht erschreckt? Ich kann doch nicht mal sagen, warum. Es war einfach da. Die Sorge, dass hier die ganze, dass jetzt hier jeden Moment was passiert, ist dann einfach doch real. Mensch. Ach, guck mal. Das Feuerchen brennt auch. Wir haben es uns auch schon schön gemacht. Wo würde denn hier die Stairwell entlang gehen? Da? Ah. Ja. Küche. War falsch beschriftet dann. Guck mal, mit Kochinsel. Ein paar fette Fleischermesser. Riesending. Das war's schon wieder. Weiter komme ich wieder nicht. Ich habe irgendwas übersehen. Ich muss irgendwas übersehen haben. Da sind die Weingläser, sind auch da. Einladend. Die Taschenlampe ist wirklich gut. Ich komme hier nicht raus. Dun, 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 dun. Hm. Die Tür ist still. Bei der Tür passiert nichts, aber die hat keinen Sound. Der war für diese Tür nicht mehr verfügbar. Ich muss irgendwas vergessen haben. Irgendwas muss ich übersehen haben. War da ein Zettel an der Wand hinter dem Ritter? Ich habe auch kurz gemeint, aber war nicht. Aber Stairwell ist doch... Ist das nicht Treppenhaus? Wo gehört der Schlüssel hin? Hier war doch keine Tür, oder? Könnt ihr da rein? Nö. Das ist hier sind Treppen. Der Zettel ist fast unter jeder Lampe an der Wand. Ist ein Glitch, oder? Also in meinem Verständnis müsste der dafür funktionieren, der Schlüssel, aber tut's nicht. Und hier im Keller haben wir doch keine weitere Tür gefunden. Oder? Ah. Haben wir schon probiert? Auch abgeschlossen. Und hinten ist doch nur der Weinkeller. Bitte, oh nein, Rechtsklick zum Schlüssel nutzen. Wieso wurde das nicht angeschrieben? Aber dann ist es hier richtig, oder? Wenn ich rechtsklicke, klopft er. Das ist schon die richtige Tür, oder? Also, wenn ich rechtsklicke, klopft er. Aber es öffnet niemand. Aha.
das Spiel ist leider nicht so gut. Ja, ich merk schon. Ich merk schon. Also klopfen kann ich richtig gut. Dann klopfe ich halt jetzt an die Türen. Okay, Leute, es tut mir leid. Hätte man mir gesagt, dass der Rechtsklick. Alles klar. Leute, wir spielen auch die nicht guten Spiele, weil wir geben den Indie-Games auch eine Chance. Je nachdem, also für's, wenn wir hier noch fertig, also wenn wir hier noch irgendwas reißen. Da! Da hab sie! Tick, tick. Da oben irgendwas mit Tür kaputt, hat er gesagt. Und pass auf, wegen Wand und weiß ich nicht. Hast du nicht gesehen. Jetzt sind wir da oben. Schau an. Hätte ich klopfen sollen. Das ist unser Schlafzimmer. Das schaut ja aus wie bei mir. Mit den ganzen Kisten. Der hat aber eine sehr große Leidenschaft für diese Figur. Huh? Warte mal. Ah, hier Bart. Wowie. Da ist eine Knarre. Guck, damit kann ich umgehen. Nimm sie. Nimm sie. Nein? Voll desinteressiert, der Typ. Und erstmal eine Pulle Wein beim Bügeln. Das fühle ich auch. Bügeln ist so kacke. Da musst du dabei, da musst du dir dabei einheben. So. Du hast auch gesehen. Master Bart. Master Bedroom, Master Bart. Klopf, klopf. Ist kein Schlüssel im Inventar. Kinderzimmer. Auch mit Wein. Nun gut. Das ist auch wieder richtig gut. James und Simon 1957. Haben wir denn vielleicht einen... Hier haben wir keinen Strom. Und was habt ihr hier? Die haben kein Bettzeug bekommen. Deshalb bügel ich nicht. Ich auch nicht mehr. Och, guck. Die haben noch den Pömpel. Die haben noch den Pömpel im Klo stecken. Und dann kommst du hier wohin? Nach draußen? Ein Durchgangsbad. Verstanden. Bildung, Freunde. Bildung. Wir sind in der Bibliothek, von der der Anrufer gesprochen hat. Irgendwas mit Tür. Und so. Wenn ich es richtig verstanden habe. Machen wir mal Licht. Danke. Was haben wir denn da? Klar. Aber wisst ihr, was ich nicht so ganz verstehe? Ist es jetzt eigentlich so gedacht, dass ich die Taschenlampe habe oder nicht? Ich gehe gleich in den Gruselraum, der sich geöffnet hat. Ich will nur erst noch gucken, was das andere hier noch so zu bieten hat. Die haben richtig, also Wein und Klopapier. Ziemlich hohen Alkoholkonsum in diesem Häuschen. Warum hat das eigentlich keiner ausgeräumt, wenn ich das jetzt gekauft habe? Was ist hier mit Schönheitsreparaturen, Freunde? Besen rein, übergeben. Das ist eine Rechnung. Okay. Eine Rechnung. Eine, was schon da? Eine Rechnung vom Krankenhaus. Krankenhausrechnung. Eine Krankenhausrechnung liegt da. Teuer. Teure Krankenhausrechnungen. Und jetzt habe ich einen Schlüssel zur Dining Hall. Die Svetten unten. Oder? Haben wir noch nicht gesehen, gell? Nein. Okay, Gott sei Dank geht der eh nicht.
Ist eh wieder nur nicht GEMA-freie Mucke drauf, weiß ich schon. Was haben wir hier? Trostlose Dunkelheit. Also selbst in den Kinderzimmern Alkohol und Waffen? Was ist der Thomas? Der durfte hier schon mit dem Messer spielen. Und da hinten hat er seine Telefonecke. Wie man halt Häuser so einrichtet. Schiebt doch einfach, Leute, schiebt doch einfach den Schrank nicht komplett an die Wand. Lasst ihn doch einfach 20, 25 cm von der Wand weg, damit ihr dahinter in Ruhe telefonieren könnt. Völlig unnötig, die Dinge komplett an die Wand zu schieben. Wenn man doch auch heimliche Telefonnischen einrichten kann. Weasel, danke schön für den verschenkten Sub an Spielzwerg. Danke schön. Ich bin auf der Suche in die Dining Hall. Ist vielleicht das? Nee. Die kann doch nicht so weit weg sein hier, die Essenshalle, oder? Glaube ich nicht. Ja, da ging es ja nirgendwo mehr hin. Da ging es hoch. Man ist doch nicht oben, oder? Und das habe ich gerade probiert. Raus geht nicht. Die stumme Tür. Ah ja, okay. Vielleicht durch die Küche durch. Probieren wir es da. Ja. Kann jemand Stühle stapeln? Und dann die Wand hängen. Was genau? Will man mir hier sagen? Ich bin sehr verwirrt. Sehr verwirrt, Leute. Warum ist denn hier nichts drin? Oh, oh Gott. Oh Gott. Da war jemand in unserer Küche. Das ist eine Anomalie an der Decke gewesen. Ich glaube, es ist eine Anomalie hier in der Küche gewesen. Da hat jemand rumgemetzelt. Metzelfessel. Nicht in meinem neuen Haus, okay? Wer putzt das? Bis zur Heizung. Da reinzuputzen, Leute. Sag's euch. Ärger ohne Ende. Toll. Da, er muss putzen. Gehen Sie bitte da rein und wischen Sie auf. Nur verdreckt haben Sie es hinterlassen. Wo sind wir denn jetzt? Warum ist es so hell? Ivy, das klingt falsch. Was haben wir denn da? Willkommen zu Hause. Ach, wie nett. Ach, nett. Guck mal. Das dünne Material. Boah, ich kann es schlecht lesen. Es ist ein schönes Papier. Welcome home. Also, man hat uns offensichtlich erwartet.
Eine Wendeltreppe. Ist mir eh zu blutig, alles hier unten. Da war ein Pfeil drauf. Hä, hey, warte, ich bin wieder im Kinderzimmer. Hier waren wir schon. Ja, ja. Mit dem Pömpelklo. Ich erinnere mich. Aber das ist nicht mehr richtig. How do you like the house? What? Wie mir das Haus gefällt. Ein bisschen nicht so mein Einrichtungsstil, bin ich ehrlich. Aber sonst ganz nett. Bisschen unübersichtlich. Darf ich da mal rein? Nein? Guck mal, Dachboden. Plötzlich. Mit Fernseher. Strange. Der Fernseher. Warum? You should be here. What's going on? Was sagt er? Du solltest nicht hier sein. You let me rot. Was? Was? Ob ich den Zettel gedreht habe? Nee, aber der Zettel ist weg. Da sind wir jetzt schon dran vorbei. Zettel ist vorbei. Guck mal, ich habe sogar mit einer Kochnische. Und auch ein Weinregal. Meinen eigenen Ritter. Auch wieder. Was mache ich jetzt hier? Geh mal wieder. Also im Dachboden auch ein Gästezimmer. Guck mal, ein paar mehr. Dachboden, Gästezimmer. Du sollst nicht hier sein, das ist falsch. Ah, that's wrong, hat er gesagt. Hallo. Touchy, touchy. Touchy, touchy. Zettel. Ein Brief. Hey, Dad. Ich wusste, dass du meine Briefe nicht liest. Ich weiß, dass du dich nicht mehr um mich kümmerst. Ich weiß nicht, ob du es überhaupt je getan hast. Chester ist immer noch bei mir. Aber egal. Er war immer für mich da. Er hilft mir oder er behandelt mich gut, wenn ich ins Bett gehe. Selbst hier im Gefängnis. Wie auch immer. Sie haben mir erzählt, dass du das Angebot vom Anwalt abgelehnt hast, mich hier rauszuholen. Ich bin ehrlich gesagt noch nie so von etwas angepisst gewesen. Du sollst wissen, wenn ich hier rauskomme, und das werde ich, dann werde ich dich umbringen. Du dreckiger, verliebter Bastard. Seit dem Tag, an dem ich geboren wurde, hast du mich immer aus deinem Leben rausgelassen. Du hast mir nie erlaubt, eine Beziehung mit jemandem aufzubauen, mit meinen Brüdern aufzubauen. Bitte hol mich hier raus. Das Gefängnis ist kein richtiger Ort für einen Menschen. Dad, ich frage nach einer letzten Chance. Bis bald, Thomas. Also, ich finde, es ist ein bisschen schwierig, im Brief zu schreiben, wenn ich hier rauskomme, bringe ich dich um und dann nochmal darauf hinzuweisen, bitte hilf mir, mich rauszubringen. Eventuell wird deine Anfrage nicht so wohlwollend bearbeitet. Wenn du mit einer Morddrohung, sag ich mal so, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Papa dich dann rausholt, eher geringer. Aber es ist nur so ein Bauchgefühl. Steckst du nicht drin.
Guck mal, die Küche ist sauber. Hat der Ritter sauber gemacht. Guten Abend, Janina. Tja. Also glaubt ihr, wir sind der... Entweder sind wir jetzt der Thomas, der heimkommt und jetzt unseren Vater suchen. Oder wir sind der Vater. Oder wir sind jetzt wirklich einfach der neue Käufer. Und wir finden jetzt nur noch vor, dass Thomas heimgekommen ist und den Vater erwischt hat. Irgendwas. Hä, wie komme ich denn jetzt hier raus? Durch den Kühlschrank. Mir fehlt ein Schlüssel. Muss sein. Habt ihr irgendwo einen Schlüssel gesehen? Mir fehlt ein Schlüssel für die Tür. Schlaf gut, Weasel. Dankeschön. Danke für deinen Support. Bis bald. Ich sehe keinen Schlüssel. Ich bin aber auch heute blind. Wo ist es denn? Chat, wohin? Da stehe ich nun. Achso, der hatte das durchgestrichen, den Satz, mit dem ich bring dich um, aber hat auch nichts mehr gebracht. Ich habe es trotzdem gelesen. Das ist jetzt natürlich ungünstig, da stehen wir jetzt. Ich habe nichts mehr im Inventar. Oh mein Gott, da liegt, den Zettel habe ich nicht gesehen. Ich vermisse ihn. Wirklich. Aber ich bin nicht sicher, ob ich ihm hier im Gefängnis vor Augen treten kann. Ich glaube, es ist besser für uns alle. Was ist, wenn er mich umbringt? Ich sehe ihn manchmal immer in Träumen. Jetzt ist was, habe ich es gehört. Katsching. Briefe öffnen Türen. Häufig so. Also der Vater hat gesagt, er träumt manchmal von ihm. Scouty, danke schön für die verschenkten Sapan Marco. Dankeschön. So, da sind wir. Der Psychologe hat mir empfohlen, dass ich anfangen soll, meine Gefühle aufzuschreiben, wenn ich Angst habe. Deswegen, es fühlt sich dumm an. Warum kann ich nicht einfach mit irgendwem sprechen? Egal. Es fühlt sich scheiße an. Schon seit Wochen. Ich habe das Angebot vom Anwalt abgelehnt, dass Thomas aus dem Gefängnis, um Thomas rauszulassen, damit ihm die notwendige mental oder psychische Behandlung zukommt. Ich weiß nicht, was er benötigt, aber mein Instinkt sagt mir, dass er dort ist, wo er sein soll, obwohl mein Herz weint, jeden Tag. Mein Herz schmerzt seit dem Tag, an dem er geboren wurde. Meine Sally, meine liebe Sally, ich will sie zurück. Ich wünschte, ich könnte alles zurücknehmen. Warum haben wir nochmal einen Sohn bekommen? Verdammt. Ich höre ihn in meinen Träumen manchmal, dass er kommt und mich umbringen will.
Manchmal fühlt es sich an, als ob er bei mir wäre, wenn ich schlafe, als ob er neben mir liegen würde. Ich fühle seine Wärme und das macht mir Angst. Okay, also er ist wohl nicht im Gefängnis, sondern in der Psychiatrie. Und der Vater, dem tut es eigentlich voll leid, dass er ihn dahin gebracht hat. Aber er glaubt halt, dass es das Beste für ihn ist und offensichtlich ist die Mutter verstorben bei der Geburt. Liebes Tagebuch, ich habe einen weiteren Brief von Thomas diese Woche erhalten. Das ist jetzt schon der zweite. Ja, dieser war nicht von ihm geschrieben, sondern von einem Betreuer. Sie haben ihn zu einer anderen Sektion gebracht, zu einer sichereren Sektion gebracht. Er hat versucht zu entkommen. Ich habe seitdem nicht geschlafen, seit ich diesen Brief erhalten habe. Was ist, wenn er herkommt? Er kommt zu uns. Er wird. Also wir haben schon Angst gehabt, dass Thomas aus der Psychiatrie entkommt und uns niederschreckt. Das ist der Vater, wusste schon Bescheid. Vielleicht deswegen die Waffen überall. Report. Autopsie. Autopsie-Report von Thomas John Nelson. Also von dem Sohn. männliche Zivilperson. Amerikaner. Doch, war im Gefängnis. Laut dem Report hat er sich selbst umgebracht. Um 8 Uhr abends. Thomas hat sich dann selbst umgebracht. Oder der Vater dann auch. Es tut mir leid, dass ich dich enttäuscht habe, steht da drauf. Simone Erlöchen. Scotty. No. No. Okay. Also am Ende, der Sohn hat sich dann wohl selbst erschossen, weil der Vater abgelehnt hat, ihn aus dem Gefängnis rauszuholen. Und der Vater hatte solche Gewissensbisse, dass er sich dann auch selbst das Leben genommen hat. Also für ein Mini-Mikro-Indie-Game war es ja eigentlich ganz nett. Sagen wir mal so, war ganz nett. War ganz nett.